Tarita-Rata-Orakel für Freitag, was auch immer, 15., 16., keine Ahnung, was wir heute haben. So ist es noch gar nicht. 14.? Na egal, heute ist Freitag. Und heute gibt es den Teufel, der liegt heute im Detail, und die 7 der Kelche. Ich fange gleich mit der 7er Kelche an. Auf der 7er Kelche sehen wir eine schwarze Person, also die sieht so aus, als stünde sie im Schatten. Und wir haben hier 7 Kelche, die gefüllt sind mit einem Frauenkopf, mit einem, hier ist was drunter, was wir nicht sehen können, das ist das versteckte Ich, die Schlange, die hier für Weisheit steht, nicht für Verführung, viel Bling Bling, einen Lorbeerkranz und teuflische Dämonen. Hier geht es darum, sich für einen Kelch zu entscheiden. Denn erstmal steht die 7er Kelche für Illusionen. Ja, also das ist die Karte der Tagträume. Kann auch positiv sein, das kann einen Menschen signalisieren, der wahnsinnig viel Fantasie hat. Oder aber ein Träumer, ein Tagträumer, jemand, der vielleicht auch etwas manisch durchs Leben geht. Also der sich die Dinge immer wunderbar vorstellt, aber überhaupt nichts davon umsetzt. Erstmal sehen wir, wie gesagt, eine Gestalt, die 7 Kelche bestaunt und vielleicht kann sie sich nicht entscheiden. Also sie steht so ein bisschen wie im Schlaraffenland und weiß vielleicht nicht, welchen Kelch sie wählt. Fata Morgana, Hirngespinste aller Art, aber eben auch eine absolute unschlagbare Kreativität. Wenn ich jetzt jemanden einstellen müsste und mich fragen würde, ist der kreativ genug, dann würde ich den oder die sofort nehmen. Weil das ist also wirklich jemanden, der zaubert oder der macht dir aus im Stück Papier die schönsten, wie heißt diese japanische Papierfaltkunst? Ich verwechsel das immer. Ihr wisst schon, was ich meine, wo man so wunderschöne Tiere falten kann aus Papier. Das ist so jemand, der hat so eine unglaubliche Vorstellungskraft, dass der wahrscheinlich in jedem Bereich einfach kreativ einzusetzen ist. Kann auch für den Künstler stehen. Und wir sehen hier nicht, wo kommen diese Hirngespinste oder Halluzinationen her. Ja? Es kann jemand sein, der eben so durchs Leben geht, oder es kann natürlich auch sein, dass so etwas durch Medikamente verursacht wird oder durch eine körperliche Krankheit. Es können auch Halluzinationen angezeigt werden. So, Punkt. Der Teufel. Der Teufel wird ja oft zu Unrecht verteufelt. Er ist, und ich sage es immer wieder, Luzifer, der Lichtbringende. Der fackelt nicht lang, der hat die Fackel in seiner linken Hand, hier unten sehen wir die. Das heißt, der bringt Licht ins Dunkel, der wirft Licht auf unsere Schatten. Also wo übertreiben wir? Wo geben wir uns unseren Süchten und unseren Leidenschaften hin? Wo sind wir einfach nur irdisch? Also der hat jetzt erstmal nicht viel mit Seele zu tun und mit Seele am Hut. Also das sind zum Beispiel Tage oder Zeiten, wo wir uns einfach nur dem körperlichen Genüssen hingeben. Und steht natürlich hier auch für eine extrem ausgeprägte sexuelle Besessenheit vielleicht, kann er anzeigen, zwischen zwei Menschen oder auch einfach einen Menschen, der sexsüchtig ist zum Beispiel. Beide Karten in Kombination. Es ist vielleicht heute die übertriebene Art von Illusion. Also wenn das noch gesteigert wird, dann würde ich sagen, wäre es schade, wenn es krankhaft ist, sondern dann dürfen wir heute einfach mal spinnen. Vielleicht geht es darum, wenn alles möglich wäre, wie wäre dann dein Leben? Vielleicht heute wirklich mal bis zur Besessenheit, bis ins kleinste Detail ausmalen,
wie dein Leben wäre. Ja, das ist eine Möglichkeit, dass du heute einfach mal tagträumst und dein Leben auf eine ganz neue Art und Weise baust. Wer wärst du, wenn alles möglich wäre? Und wenn du einfach nur irgendwo schnippen müsstest mit dem Finger und du wärst jetzt fix und fertig, wie wärst du dann? Oder aber die zweite Situation, zweite Möglichkeit wäre, sich mal diesen Illusionsschleier wegzuziehen und zu sagen, wo hänge ich ab hier? Weil der steht natürlich auch für Abhängigkeiten, für Süchte. Und wir können nach Menschen süchtig sein, wir können nach Dingen süchtig sein, ob es die Zigaretten sind, der Alkohol, die Schokolade, die Schlagsahne im Café zum Beispiel bei mir. Und eine Sucht wird immer dann angezeigt, wenn es übertrieben ist. Und wann ist es übertrieben? Und ich glaube, da braucht es wirklich den Blick von außen, denn für uns selbst ist es ja sicher nicht übertrieben, sonst würden wir es ja nicht machen. Also eine Sucht zu erkennen, braucht immer den einen oder anderen guten Freund, Ratgeber, Arzt oder Therapeuten, der dann wirklich sagt, hey, aber an dieser Stelle artet es wirklich aus. Ja, also einerseits mal richtig übertreiben und visualisieren und sich vorstellen, wenn alles möglich wäre, ich übertreibe heute mal wirklich, oder eben das Gegenteil und zu sagen, ich ziehe mal den Schleier der Illusion weg, wo bin ich echt abhängig, wo mache ich mir was vor in meinem Lebensstil? Ja, bei mir wäre es vielleicht die Mode, der Konsumrausch in der Mode, und bei mir geht es nicht so sehr darum, dass ich immer mehr haben muss. Bei mir geht es zum Beispiel darum, dass ich ein absoluter Perfektionist bin, was Kleidung betrifft, und wenn ich manchmal mir eine Bluse oder irgendwas kaufe, dann bleibt das so lange im Kleiderschrank hängen, bis ich die passende Hose und die passenden Schuhe und die passende Handtasche dazu habe. Also das ist krankhaft. Also das ist bei mir wirklich krankhaft. Bei mir geht es nicht darum, noch mehr zu haben. Es kotzt mich eigentlich an, wie viele Sachen ich habe. Bei mir geht es darum, dass ich immer alles so perfekt wie möglich kombinieren muss. Sonst stört es mich den ganzen lieben langen Tag. Und das ist eine Sucht. Und da liegt bei mir der Teufel tatsächlich im Detail. Ja. So, Liebe. Liebe. In der Liebe. Wo machst du dir was vor? Also wo machst du dir in Bezug auf eine Person was vor? Und das können wir gut in der Liebe, dass wir glauben, geliebt zu werden und viele, viele Jahre in einer Illusion leben oder in der Hoffnung auf eine Beziehung leben und uns da etwas vormachen und immer wieder träumen, was wäre wenn, und uns im Grunde an einen Menschen binden, der vielleicht wie ein Phantom existiert. Den gibt es schon real, aber der meldet sich nie bei dir. Ist wieder ein schönes Thema auch für Seelenpartnerschaften, Dualseelen. Der meldet sich nicht, du hörst nie von ihm, du weißt vielleicht überhaupt gar nichts über ihn, bist vielleicht noch nicht mal irgendwie connected, dass du jetzt irgendwie im Facebook bei ihm schauen kannst oder so oder bei ihr. Aber du lässt nicht los, du hast dieses Gedankenkarussell um eine glorreiche Zukunft, und das sind Illusionen und das sind Abhängigkeiten, denn solange du dich an diesen Menschen hier bindest, kann kein anderer kommen, ja. Also die Vorstellung, und vielleicht warst du auch mit diesem Menschen tatsächlich zusammen und vielleicht hattet ihr eine schöne Zeit, aber jetzt ist er weg oder jetzt ist sie weg. Und die Frage ist, wie viele Jahre oder Jahrzehnte möchtest du auf diesen Menschen warten und hängst im Grunde hier fest, angekettet, den Teufel im Genick und kommst nicht los. Also das sind die Fragen, die wir uns in der Liebe stellen können. Oder auch wenn du in einer Partnerschaft bist, wo machst du dir was vor in deiner Partnerschaft? Läuft wirklich alles so rund, oder ist es einfach bequem, nicht hinzuschauen? Ja? Wo hängt ihr voneinander ab? Eine Partnerschaft ist natürlich eine Symbiose, aber wenn aus der Symbiose eine Abhängigkeit, eine wirkliche Abhängigkeit wird, dass man ohne den Partner glaubt, nicht mehr zu können und deshalb vielleicht bei der Stange bleibt, weil man eben diese falschen Vorstellungen hat, dann kann das gefährlich werden. Also hier geht es wirklich darum, sich die Illusionen anzuschauen,
einfach ganz bewusst wahrzunehmen, okay, ich mache mir Illusionen in Bezug auf diesen Menschen, in Bezug auf die Beziehung zu diesen Menschen, und dann ist das okay. Also du kannst dir natürlich die Illusion machen, sei dir immer bewusst, wenn du es mit einer Illusion zu tun hast. Das Gefährliche ist, nicht zu wissen, dass es illusorisch ist. Und das kann irgendwann wirklich krank machen. Oder zumindest kann man den Anschein haben, dass man krank ist. Ja, und andere Leute dann vielleicht meinen, dass man spinnt. So, Sex. Ja, im Sex gibt es nicht viel zu sagen. Das sind wirklich diese extremen körperlichen Leidenschaften. Du fühlst dich von einem Menschen dermaßen angezogen und fast schon besessen und glaubst nicht loszukommen und verherrlichst das vielleicht. Der Teufel ist einfach nur körperlich, mir fehlt jetzt das Wort, das ist irdischer Trieb, das ist Abhängigkeit, das ist natürlich Leidenschaft, aber das hat wenig mit Seele zu tun. Ja? Also das ist wirklich irdisch, so, das ist hier und übertrieben, das ist eine übertriebene, ausgelebte sexuelle Leidenschaft oder Sucht. Ja, also man trifft sich, man trennt sich für Stunden oder Tage nicht, kommt nicht aus der Kiste und dann geht jeder wieder eigene Wege. Also das wäre hier so angezeigt und man macht sich eine Illusion darüber, dass daraus vielleicht mal mehr werden könnte. Ja, so. Beruf. In beruflicher Hinsicht, wo hängst du ab? Wo bist du vielleicht dran, heute einen Vertrag zu unterschreiben? Und da kommt nicht das dabei raus, was du dir wünschst. Also heute Vorsicht bei Verträgen. Oder auch wenn dir irgendjemand etwas sagt, es kann sein, es ist eine Illusion. Ja, also es kann sein, es kommt nicht zu dem. Manchmal macht man sich aber vielleicht auch einfach nur eine Illusion, wie alles werden kann. Du bist vielleicht nicht besonders happy in deinem jetzigen Job, aber du hast eine gute Fantasie und stellst dir das alles toll vor, du redest dir das innerlich schön, du lässt deine innere Stimme dich da so ein bisschen diese ganze Situation verherrlichen und merkst eigentlich gar nicht, dass du in den Fängen der Abhängigkeit bist. Modetipp, naja, ich habe mich heute hier so in Schwarz, das ist so ein ganz toller Samt, wie sagt man dem, Jumpsuit, der ist super, super bequem, passt natürlich zum Teufel, ist schwarz, es darf ruhig schwarzes Leder sein. Illusionär, also hier bei der Karte kannst du natürlich mogeln, was das Zeug hält. Falsche Wimpern, wenn du ein Date hast heute Abend oder eine Weihnachtsfeier oder so. Den Gürtel ein bisschen enger schnallen hier, die Taille schmaler aussieht. Hohe Schuhe sowieso, die habe ich immer mit oder ohne 7er Kelche. Ja, heute darfst du mogeln, ja? Was das Zeug hält. Das ist auch so eine Mogelkarte. Du spiegelst dem anderen etwas vor, was du nicht ganz bist. Aber dazu ist die Mode da, das tun wir, also ich tue das täglich. Was bin ich schon? Ich bin nicht Kleid, ich bin nicht Hose, ich bin alles miteinander. Also es ist immer ja nur ein Kelch, der sich zeigt, wenn du dich anziehst. Und wie du wirklich bist, sieht man nur, wenn du dich ausziehst. Ja, also von daher, Modetipp, schwarz, Leder, würde ich meinen, wenn du Lust hast. Und dazu vielleicht ein Wollpulli fürs Büro. Also Lederhose, Wollpullover, das wäre ein super Modetipp für heute. Tipp des Tages, eben, guck mal, wo du abhängig bist. Also einfach, was glaubst du zu brauchen? Also bei mir ist manchmal, ich brauche jetzt Kaffee. Natürlich brauche ich den Kaffee nicht. Ich kann genauso gut einen Tee trinken, mir schmeckt der Kaffee. Aber es ist für mich auch eine Abhängigkeit, es ist nicht so sehr ein Aufputschmittel bei mir. Ich kann den Kaffee zum Beispiel auch vorm Einschlafen trinken, also ich schlafe immer, ich kann Espresso trinken, ist mir wurscht. Und ich mag ihn schwarz, wie die Nacht. Aber Abhängigkeiten, einfach mal zu gucken, was glaubst du zu brauchen und was wäre, wenn du es nicht mehr hättest oder wenn du es nicht mehr kriegen könntest. Du müsstest jetzt für ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre irgendwo auf einem fremden Planeten und da gibt es diese Substanz oder das, was du jetzt, du darfst mit nichts mitnehmen, nur so wie du bist, wirst du da hingeschickt und was wäre dann? Und sich das einfach vielleicht mal vorstellen oder mal gucken, könntest du leben und was wäre, wenn du dich entziehen würdest von dem, was du so glaubst, so dringend zu brauchen. Ja? So, das war der
Tipp des Tages. Morgen gibt es kein Orakel. Ich mache vielleicht morgen das schon das Dualseelen-Orakel. Also morgen oder am Sonntag gibt es das Dualseelen-Orakel. Das ist versprochen. Und ja, in diesem Sinne, Tari Tara Taro, deine Margret.